Wir stehen jetzt hier vor der Imtech Arena im Hamburger Volkspark, wo heute der Ticketverkauf für das Rückrundenspiel Hamburger SV gegen den FC St. Pauli gestartet ist. Und wir schauen uns jetzt mal an, wer hier so steht. Kalt ist es hier. Seit wann stehen Sie denn? 5. Seit 5 Uhr heute Morgen? Ja. Und nur für die Karten? Ja, sicher. Im Moment ist der HSV ja nicht so richtig gut. Weil wir einen falschen Trainer haben. Okay. Und falsche Spiele. Aber was bewegt einen denn dann trotzdem, diese Kälte auf sich zu nehmen und sich dann seit 5 Uhr hierher zu stellen? Das liegt im Blut, ne? Schwarz-weiß-blaues Blut, ne? Was will man mehr? Also, und gegen 3 Punkte gegen Pauli tut man alles, ne? Warum stehen Sie hier? Um Karten zu kaufen für meinen Mann. Wie wichtig ist denn das Pauli-Spiel? Ziemlich wichtig. Für die Männer. Wie lange haben Sie angestanden? Seit heute Morgen um 5. Also die ganze Zeit in der Kälte? Die ganze Zeit in der Kälte, ja. Teilweise noch im Auto eine Stunde, aber dann ab 7 stand ich hier oben. Die Freude ist groß, leider nicht mehr in der Nordtribüne, aber es hat geklappt, wir haben Karten. Bin schon sehr froh darüber, dass wir Karten gekriegt haben. Seit wann habt ihr denn heute Morgen hier angestanden? Seit um 7 Uhr. Seit 7 Uhr. Ja, und wir wollten eigentlich Karten für die Nordtribüne haben, aber wir haben gerade erfahren, dass die schon alle weg sind und wir waren die Zehnten in der Schlange. Ja. Also über Internet fing es ja schon um 8 an, deswegen sind die dann schon alle weg. Also ich habe mir heute frei genommen, um mir diese Karten zu holen. Also es ist schon sehr wichtig. Also es muss schon sein, auf jeden Fall. Und das, obwohl der HSV im Moment nicht so richtig gut drauf ist, oder? Naja, man liebt seinen Verein und man ist trotzdem dabei, ne? Und vor allem die Pauli steigt ja eh wieder ab, also es ist halt nur einmal in 10 Jahren, wo sie dann gegeneinander spielen. So. Deswegen.